Der BVB geht mit viel Rückenwind, aber auch mit schweren Beinen aus dem Champions-League-Sieg gegen Marseille in das Spiel bei 1899 Hoffenheim. Für Jürgen Klopp ein Triumph mit zwei Gesichtern. Das alleine wird uns nicht helfen. Wir müssen erneut bereit sein zur absoluten Arbeit, weil, wer sich vielleicht an Mainz erinnern kann, ist noch nicht so lange her, kämpfen. Wir sind Borussia Dortmund. Das ist egal, ob wir vor euch, vor euch wird nachher keiner schreiben, die waren aber kaputt, das ist ja normal. Sondern das heißt dann ja, Dortmund nach Champions League spielen immer Riesenprobleme. So. Also wir wissen schon, was geschrieben werden kann und so weiter. Also wir versuchen gegen mögliche Dreckschlagzeilen anzuspielen und einfach Punkte zu sammeln. Einfach Punkte sammeln. Das mit der aktuellen Personalnot beim BVB nicht so leicht, wie es klingt. Neben den Ausfällen von Hummels, Schmelzer, Bender und Gündogan steht auch über Şahin und Friedrich noch ein Fragezeichen. Zudem fehlt Sokratis gesperrt. Doch Klopp hat auch da wieder eine Idee parat. Also wir haben großen Anteil daran, dass Hoffenheim die Liga gehalten hat. Vielleicht erinnert sich da Hoffenheim dran. Ja. Aber also eigentlich müssen sie uns ja über ein Dankeschreiben hinaus noch irgendwas. Also auch 11 raus und dann kicken. Aber das wird ja alles nicht passieren. Und entsprechend ja, sollte man mit einer recht guten Mannschaft rechnen. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.